Herzlich willkommen zum Soulful Journey Podcast, deinem Podcast rund um das Thema Essstörungen als Wegweiser. Nachdem ich selbst schon zweimal bei Vanessa im Light Up Podcast für wertschätzende Kommunikation zu Gast war, ist Vanessa heute endlich auch mein Gast hier im Podcast. Vanessa gibt in ihrer eigenen Show ganz konkrete Strategien und Tipps mit an die Hand, um eine wertschätzende und liebevolle Kommunikation mit dir selbst zu stärken. Du bekommst dort also ganz viele Inspirationen dafür, wie du dich ehrlich, respektvoll und zugleich auch authentisch anderen Menschen in deinem Umfeld, sei es privat oder beruflich, mitteilen kannst. Heute sprechen Vanessa und ich über das Thema Identitätssuche, Identitätsfindung und warum es überhaupt so wichtig ist, all diese auferlegten Schichten und Masken mit der Zeit loszulassen. Außerdem sprechen wir auch darüber, dass Essstörungen ein Symptom sind, ein symbolischer Ausdruck für viel tiefer liegende Zusammenhänge, die nur ein ganz kleiner Teil von dem sind, was tatsächlich alles in dir steckt. Doch mehr dazu erfährst du jetzt gleich im Interview und ich wünsche dir dafür ganz, ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im Soulful Journey Podcast, liebe Vanessa. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und wir heute ein wunderbares Thema besprechen werden in Verbindung mit deiner eigenen Entwicklung, mit deiner persönlichen Geschichte, mit deiner Lebensreise und freue mich riesig, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Danke, die Kira. Ich freue mich auch tierisch. Ich bin gespannt, was so passieren wird im Podcast. Ich freue mich. Ja, es ist ja immer intuitiv, also ich bereite ja die Fragen, ich glaube, manche wissen es vielleicht, manche nicht, aber die Fragen sind nicht hier vorbereitet, abgelesen, vorgeschrieben, sondern es ist tatsächlich so, als wenn auch wir uns jetzt wie im Café treffen, einfach über Aktuelles sprechen, so wie wir es auch eben schon vor der Aufnahme gemacht haben und uns jetzt gemeinsam überlegt haben, was wollen wir heute mitgeben. Und ich finde das Thema sehr, sehr spannend und bin auch sicher, dass viele damit etwas anfangen können, da viele, die zuhören, eine Essstörung haben oder auch hatten oder vielleicht auch Angehörige oder eigene Kinder schon haben, die eine Essstörung haben, also egal in welcher Form, mit diesem Thema in Berührung sind, bei dem es aus meiner Sicht sehr, sehr viel um Identitätsentwicklung, Identitätsfindung geht, beziehungsweise darum, dass die Identität, also die eigene, echte Identität, noch nicht einen so großen Raum im eigenen Leben bekommen hat. Und vielleicht magst du uns aber zu Beginn erst einmal so in so vielen Sätzen, wie du magst, beschreiben, wer du eigentlich heute bist, so als Mensch auf dieser Welt, an dem Ort, an dem du lebst. Wer bist du? Oh, das ist eine schöne Frage. Die habe ich in meinem eigenen Podcast, Light Up Podcast, gerade in einer Folge beantwortet, dass ich vor einiger Zeit gesagt hätte, hätte ich dir erzählt, was ich studiert habe und was ich gemacht habe und so. Und jetzt würde ich mich so gar nicht mehr vorstellen, sondern dann bin ich in erster Linie eine Freundin des Lebens. Also ich weiß auch in all meinen Phasen, wir haben vorhin ja so schön über den Prozess des Lebens gesprochen, dass ich das Leben liebe und dass ich auch weiß, in schwierigen Phasen, dass ich es will und dass ich es liebe. Also ich bin eine Lebensfreude, ich bin die Kreativität in Person. Also alles das, was ich ausdrücke, ist irgendwie kreativ. Und ein guter Freund sagt immer so mit den schönen Worten, eine Menschenfreundin. Also ich habe so das Gefühl, ich will irgendwie einen Beitrag zu dieser Welt leisten und habe da einen großen Impuls. Genau, das sind so die Eigenschaften, mit denen ich mich in erster Linie beschreiben würde. Kreativ, Lebensfreude und eine Menschenfreundin. Oh, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und das stimmt, weil wenn wir so durchs Leben gehen und Leute kennenlernen oder Menschen begegnen, ist ja meistens die erste Frage, und was machst du so? Und die Antwort ist dann, ja, ich arbeite da und da. Das ist natürlich ein Teil des Lebens, so ein Lebensbereich, Beruf, Berufung. Doch ich finde auch, wie du gesagt hast, so, wir sind ja
viel mehr als das. Und wenn wir so über Sein sprechen, also wer sind wir, dann sind wir schon gar nicht das, was wir tun, sondern eben viel mehr das, was in uns steckt. Und das hast du gerade richtig schön beschrieben mit diesen Eigenschaften, die du genannt hast, finde ich. Wir haben ja so ein bisschen eben gesprochen, Identität, ja, das ist auch so ein großer Bestandteil in deinem Leben, weil du auch ein Zwillingskind bist, wo ich mir das bisher einfach nur vorstellen kann, wie das ist. Doch vielleicht magst du uns mal so ein paar Herausforderungen zum Beispiel auch nennen, an die du dich erinnern kannst in deiner Kindheit oder auch Teenagerzeit oder Entwicklung. Wie das für dich war, zu wissen, dass es, ja, dass es dich jetzt zweimal gibt, aber dass es eine Person gibt, die dir gefühlt wahrscheinlich sehr nahe kommt oder sehr ähnlich sein könnte. Wie war das für dich? Was waren so Herausforderungen? Woran kannst du dich erinnern? Boah, schöne Frage. Also erstmal bin ich ein zweieiger Zwilling. Ich habe eine Zwillingsschwester. Bin die Erstgeborene und da fängt es eigentlich schon so an. Also wir sind irgendwie 2 Minuten auseinander geboren. Und da dachte ich schon so, das ist schon so symbolisch, dass ich so irgendwie immer in meinem Leben schon den Impuls hatte, dass ich möchte, dass es losgeht. So, ich mache so den Weg frei. Genau, was mich einfach beschäftigt hat, war so dieses, dass ich natürlich immer einen Prozess gleichzeitig erlebt habe. Also ich habe erlebt, wie ich es gefühlt habe und wie es meine Schwester gefühlt hat. Und wenn ich es reflektiere, dann war es immer so, dass ich immer eher gesehen habe, was ich nicht mache. Also meine Schwester, die irgendwie so in die Menschenmenge wollte und ich war irgendwie als Kind immer schon so, dass ich so bestimmt auch schon hochsensibel war und immer so Zeiten auch für mich brauchte und so Strategien, also viel alleine gemalt habe, alleine in meinem Zimmer kreativ gestaltet habe. Und rückblickend war es irgendwie eher so, dass ich durch die Abgrenzung gespürt habe, wer bin ich eigentlich? Aber ich kann ehrlich gesagt, Kira, das gar nicht so richtig vergleichen, weil ich ja das nur kenne, wie das ist, wenn noch jemand da ist. Und das ist so eine magische Verbindung. Also ich sage immer, oder meine Schwester sagt auch immer sehr schön, wenn du weinst, muss ich auch weinen. Wenn du dich freust, freue ich mich auch. Also es ist so eine, obwohl wir zwei eigentlich sind, so eine besondere Verbindung, die irgendwie magisch ist. Also wenn es einen Ort gibt, an den ich gehen möchte, wenn es mir gut geht oder besonders schlecht geht, dann ist es natürlich meine Schwester, die einfach eine besondere Rolle spielt. Und gleichzeitig hatten wir auch Konflikte, die einfach unfassbar heftig waren. Also wir haben uns natürlich auch richtig krass gerieben. Aber rückblickend frage ich mich, ob ich erstmal die Identität finden konnte, als wir uns räumlich getrennt haben. So, also dass ich jetzt erst der Frage nachgehen kann, wer bin ich eigentlich, wo ich alleine meinen Weg gehe? So, ja. Das heißt, die Frage nach, wer bin ich eigentlich, was macht mich tatsächlich aus, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir, das ist dann wie aufgeploppt, als du räumlich für dich warst. Genau. Und lange Zeit war eher so die Frage, was bin ich nicht, dass ich immer so gemerkt habe, was ich alles nicht bin. Und echt erst so in den letzten 5, 6 Jahren merke ich so, was bin ich. Und ich kann das so sehen wie in so einem wie in so einer Galerie oder so, dass ich so sehe, oh krass, das gehört auch zu mir. Was wir vorhin in unserem Gespräch auch schon so kurz hatten, dass da auf einmal so Eigenschaften sind. Also ich habe zum Beispiel lange Zeit gedacht, dass ich eher zurückhaltend bin, so als Kind. Und ich war auch zurückhaltend als Kind. Und dann hat irgendwie, ich bin ja relativ groß, bin irgendwie 1,85 und dann dachte ich so, okay, das Leben hat mir signalisiert, ich kann nicht zurückhaltend sein, weil ich einfach durch meine Größe schon so auffalle. Und dass ich auch so ein Element habe, was so nach draußen will einfach und Sachen zeigen will. Und das habe ich gar nicht gesehen. So, und auf einmal denke ich so, okay, das ist auch da. So, ja. Ja, aber Wahnsinn, da waren jetzt so viele Dinge dabei, die auch so symbolisch gesehen eine so tiefe Bedeutung haben. Ich würde gerne nochmal so da reingehen, weil ich glaube, dass es für viele ganz, ganz wichtig ist, auf dem Weg das auch selber zuzulassen, sich das zu erlauben, also auch diese Frage, den Gedanken zu erlauben, mit der Frage, was bin ich nicht? Als du dich das gefragt hast oder als du festgestellt hast, wer oder was bin ich nicht, wie hast du das erlebt oder wie hast du das für dich auch erkannt? Denn ich könnte mir vorstellen, dass es in manchen Situationen auch schmerzhaft sein kann, wenn du plötzlich erkennst, dass bestimmte Dinge nicht so hundertprozentig dir entsprechen, bei denen du aber dachtest, dass du das bist.
ehrlich gesagt, war das richtig schmerzhaft, also auch für deine Zuhörer oder Zuhörerinnen eher so der Wunsch oder die Idee zu sagen, dass das okay ist und dass es nach diesem Schmerz, den zu durchgehen, besser wird. Aber erstmal ist das echt schwer, also auch so, ich habe da jetzt so meine Familie konkret im Kopf, die ich über alles liebe und gleichzeitig zu merken, wir haben an einigen Stellen ein anderes Konzept und ich musste erst mich ein bisschen entfernen, also ja, das ist verdammt schmerzhaft und es ist auch so ein Gefühl von über diesen Prozess, ich bin falsch, hinwegzugehen, zu merken, okay, ich bin anders und ich lebe anders und ich brauche andere Dinge, andere Menschen, andere Rahmenbedingungen, um glücklich zu sein. Aber ja, klar, dieser Schmerz, den kann ich den Zuhörern nicht nehmen und gleichzeitig eher so die Bestärkung zu sagen, danach ist es wunderschön und das bedeutet dann erstmal Beziehungen auch neu zu definieren. Also ich habe jetzt gerade spontan so meinen Vater im Kopf, dass sich Beziehungen dann auch neu definieren, wenn es unterschiedliche Lebenskonzepte und Wege gibt und Ausdrucksformen. Und eher so die Leitfrage an die Zuhörer zu sagen, was macht dich glücklich? Also diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt, was macht mich glücklich? Und trotzdem gibt es natürlich auch Momente, in denen ich Sachen mache, die mich nicht glücklich machen. So, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja gerade schon das Ich bin anders, also so diesen, nimm es mal, Glaubenssatz erwähnt. Ich bin anders, auch da können ja quasi unterschiedliche Perspektiven jetzt draufgelegt werden. Ich bin anders kann für ein negativ behaftet sein. Ich bin anders kann allerdings auch nach vorne, also für sich selbst behaftet sein. Wie war das bei dir? Also war das irgendwie ein Glaubenssatz, der dich gefühlt blockiert hat, den du eher so negativ bewertet hast, dass du anders bist? Und hat sich das irgendwie verändert? Oder wie siehst du das heute? Boah, schöne Frage oder gute Frage. Also da gab es echt so ein Shift von ich bin anders und es ist voll schmerzhaft. Es war richtig schmerzhaft und ich glaube, ich habe es mir auch immer wieder konstruiert, weil wir uns ja wirklich aus Wirklichkeit auch so konstruieren. Hinzu, ich bin anders und das ist echt schön, weil jetzt heute zum Beispiel eine konkrete Situation, eine gute Freundin würde sagen, dass ich so, beschreibt mich wie eine Litfaßsäule, was ein bisschen abstrus ist, aber ich so meine Freude immer voll teile und ich immer denke, aber alle Menschen auf dieser Welt müssen noch so viel Freude spüren und so viel Neugier und so viel Leidenschaft an einigen Stellen und das ist aber nicht so, glaube ich, dass das unterschiedlich gespürt wird und ja, jetzt ist, ich bin anders schön und es war so, also ich habe jetzt so konkret einen Satz aus meiner Kindheit im Kopf, dass meine Großmutter mütterlicherseits immer gesagt hat, ich sehe aus wie mein Großvater, was als junges Mädchen mit einem großen, kräftigen Mann verglichen zu werden, so ein bisschen abstrus war. Ich so dachte so, okay, was soll das? Ich aber was anders gehört habe in diesem Satz, du bist anders und ich habe gehört, nicht dazu zu gehören, zu dieser väterlichen Familie, sondern so, du bist ja eigentlich eher ein Teil der mütterlichen Familie und das hat mich als Kind sehr, sehr verletzt. Also dieser Satz, der vollkommen neutral war, das heißt, dieser Satz, ich bin anders von, es verletzt mich hinzu, zu erkennen, dass was andere sagen, sagt so viel mehr über sie selber aus als über mich und vielleicht habe ich eine Geste meines Großvaters oder eine Gesichtsform oder eine Philosophie des Lebens und gleichzeitig bin ich ein eigener Mensch. Also eher so der Appell an die Zuhörer zu sagen, okay, das, was andere über dich sagen, zu prüfen und zu sagen, okay, das sagt was über sie aus und das heißt nicht, dass es dein Lebenskonzept ist und dein Weg und ja. Ja, und das, also das Spannende auch, finde ich, das ist ja auch eine, also das hat ja die Person aus ihrer eigenen Perspektive gesagt und hat ja ihre eigenen Motive hinter den Worten, die sie quasi ausgesprochen hat, zu dir, ohne sicherlich irgendwo zu wissen oder auch zu erahnen, was es jetzt in dir auslösen kann. Und dann aus deiner jetzt erwachsenen Sicht zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung für diese vergangene Situation insofern, dass ich mich selber durch die Worte, die mir entgegengebracht wurden, mich selber nicht bewerte oder jetzt mit diesen Worten identifiziere und dadurch dann interpretiere, dass ich so aussehe wie mein Opa. Also da ist ja so viel passiert, was sicherlich eine Zeit lang erstmal in dir war, vielleicht auch nicht hinterfragt und jetzt aus heutiger Sicht rückblickend viel mehr nachvollzogen und auch verstanden werden kann. Und du dich nicht direkt damit identifizierst. Weil ich glaube, das ist das, was
vielen über Jahre quasi unbewusst passiert oder wie wir alle das unbewusst leben und machen, dass wir auch viel im Außen schauen, also so viel im Außen gucken, was mag ich nicht. Und das ist ja auch hilfreich, um sich näher zu kommen. Doch ich glaube, dass uns häufig oder dass wir auf dem Weg meistens nicht lernen, wie wir uns jetzt trotzdem von dem, was wir nicht sind, wieder lösen können. Also diese Dinge, die wir vielleicht mal übernommen haben, die dann ein, zwei Jahre zum Beispiel förderlich waren, weil wir uns damit gut gefühlt haben, sei es ein Glaubenssatz oder was oder ein Gefühl. Okay. Es kann ja sein, dass sich das verändert und nach 2 Jahren ist es nicht mehr dienlich, aber du glaubst trotzdem noch immer, dass du falsch oder anders bist. Und dann diese Fähigkeit zu haben, mich davon zu lösen und zu gucken, was entspricht denn jetzt, heute in der Gegenwart mir. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, was wir nicht wirklich lernen. Wie hast du das für dich in deinem Leben entwickelt, dass du gesehen hast, oh, irgendwie gibt es da so diese Schichten, diese auferlegten Schichten, die vielleicht jetzt gar nicht mehr so aktuell sind für dich in deinem Leben und dir auch gar nicht mehr so viel bringen oder dich glücklich machen können. Und das zu erkennen und das loszulassen, wie hast du dich da hin entwickelt, dass du das so gesehen hast oder auch wolltest? Oh, das ist eine gute Frage, weil ich auf diese Frage echt auch, die ich mir selber auch stelle, dass ich so denke, wie habe ich das eigentlich aufgelöst und wo habe ich eigentlich erkannt, dass da Mantel oder Schichten sind, die mir nicht gehören und wie habe ich sie eigentlich gelöst? Und ich selber so denke, ich weiß es nicht genau. Aber was ich vorweg noch, oder was noch ein Impuls ist, den ich noch vorweg sagen muss, ist das Thema Unsicherheit. Dass ich lange Zeit echt auch richtig unfassbar unsicher war und das über so Strategien versucht habe zu kompensieren und ich ganz viel Energie, vielleicht kennen das die Zuhörer auch, daran investiert habe, dass das andere nicht merken. Natürlich haben sie es gemerkt, aber ich gerade so auch so den Impuls habe, nochmal zu sagen, dass das auch okay ist, dass wir auch Phasen haben in bestimmten Entwicklungsphasen, in denen wir einfach unfassbar unsicher sind und das eine wichtige Strategie ist, das nicht zu zeigen. Jetzt weiß ich die Frage nicht mehr, weil ich da noch bin. Magst du sie nochmal sagen? Ja, das ist gar nichts. Woher wusstest du, dass da Schichten sind? Und hast sozusagen Schichten für dich erkannt und hast auch für dich erkannt, dass es wichtig sein könnte, die jetzt loszulassen, weil sie dir nicht länger dienen, weil es vielleicht nicht mehr an der Zeit ist, diesen Glaubenssatz so zu leben, wie du ihn bisher gelebt hast. Oder bestimmte Verhaltensweisen, die dir jetzt nicht mehr so förderlich vorkamen, weil du dir damit eher im Weg gestanden hast, als dass sie dir gut getan haben. Wie hast du das für dich erlebt, dass du das erkannt hast und auch loslassen wolltest? Okay, jetzt bin ich wieder drin. Alles also gut. Eine Paradesituation, die das, glaube ich, ganz gut deutlich macht, ist der Job, den ich gekündigt habe. Da hatte ich so einen Impuls und mein Gefühl hat die ganze Zeit gesagt, so nach außen, Family, Freunde haben alle gesagt, ah super und das ist total toll. Und ich hatte so das Gefühl wie so eine innere Blume, also ich liebe meinen Job. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, die schließt sich. Und die war immer wieder dabei, sich zu schließen. Und ich habe so gemerkt, okay, obwohl ich meine Arbeit, die Vorträge, Seminare so mit Herzblut mache, wusste ich, wenn ich das hier weiter tue, dann geht diese Blume zu. Und ich wusste nicht, warum, aber ich wusste, dass ich damit aufhören muss. Und hatte lange Zeit diesen Prozess und an Momenten, die echt schwer sind. Also ich wusste, ich muss kündigen und ich hatte so unfassbar viel Angst. Ich hatte die Idee, nochmal einen Master zu studieren und ich hatte keinen Studienplatz, aber ich wusste, in welcher Stadt, in der Stadt, in der ich jetzt auch lebe, ich wusste, ich kriege diesen Studienplatz. Das war auch so. Aber dem Leben zu vertrauen, so, und diesen Impulsen, auch wenn sie sich unfassbar schwer anfühlen und die Tür danach irgendwie noch zu ist und nicht klar ist, was da kommt, denen nachzugehen. Und ich weiß noch diesen Moment, dass das klar war, dass ich gehe und der letzte Tag, und ich bin immer mit dem Rad zu dieser Arbeitsstelle gefahren, dass ich so froh war und ich wusste nicht, was kommt. Ich wusste überhaupt nicht, ich wusste nur, ich verändere meine finanzielle Situation, ich verändere mein Lebensort, ich weiß nicht, was dieser Master mir bringt, der hat mir eigentlich ganz viel persönlich in erster Linie gebracht, diesen Impulsen zu vertrauen und sich Orte zu suchen, also von Kloster bis Meditieren,
Familienaufstellung, Einzelberatung, also irgendwie gibt es da viele Orte, wo ich einfach präventiv merke, ich möchte in meinem Leben gesund sein und ich glaube, dass körperliche, psychische Symptome einfach uns was sagen wollen und ja, einfach auf das Leben zu vertrauen und den Signalen, die zu hören. Und manchmal brauche ich die auch echt mit dem Vorschlaghammer. Also manchmal laufen die Signale mir 20 Mal vorbei und ich denke beim 20. Mal, okay, das Leben will mir was sagen und ich muss jetzt mal hinhören. Mhm. Ja. Oh, das ist so schön. Das berührt mich gerade so sehr, weil es so schön übertragbar ist für auch alle, die zuhören, weil ich auch glaube, dass Symptom, also dass Essstörungen keine Ursache sind, sondern dass es zum Beispiel ein Symptom ist, dass es genau wie du es auch beschrieben hast, bereits ein Ausdruck ist, ein Ausdruck von ganz tief in Verbindung mit deinem Körper, mit deinem Verhalten, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, also mit allem, was zu dir gehört, was aber aus dir selber herauskommt und kommen möchte und im Grunde sich im Grunde genau das Gleiche wie du wünscht. Also sich wünscht, gesehen zu werden, gehört zu werden, verstanden zu werden und dann nicht länger in einem Kampf zu leben, sondern in einem innerlichen Frieden zu leben. Und ich glaube, dass genau diese Symptome sowas wie, ja, wie die Lehrer dafür sein können, um das für uns selbst zu lernen, zu verstehen und somit auch wieder mehr wir selber zu werden. Denn im Grunde hat der gesamte Prozess auch aus meiner Sicht viel damit zu tun, dass wir alles, was nicht zu uns gehört, wieder loslassen, aber im Frieden und nicht im Kampf. Und das wieder zum Vorschein bringen, was wirklich da ist und was im Grunde auch schon immer da war, doch von uns vielleicht abgewertet wurde oder nicht als gut oder als nicht gut genug bewertet wurde und wir deshalb bestimmte Anteile auch vielleicht vergraben wollten, nicht zeigen wollten, weil wir dachten, das ist nichts wert oder dann sind wir nichts wert. Und das finde ich so schön, dass du das beschreibst und auch genauso beschreibst, weil es ja wiederum auch bedeutet, dass es jedem Menschen so gehen kann und dass das Symptom unterschiedlich aussehen kann. Der Ausdruck kann unterschiedlich sein, bei jedem Menschen anders. Doch wir haben im Grunde aus meiner Sicht alle die Möglichkeit, Symptome für uns im Grunde nutzen zu lernen, verstehen zu lernen, damit wir da uns selber herausziehen und dann als das eigene Ich so das nächste oder das Gefühl zweite Leben anfangen zu leben und eben nicht in so einem Schleier leben, wo alles so ein bisschen vernebelt ist und wir nicht so richtig wissen, wohin und was sollen wir damit anfangen, sondern wo es viel Klarheit gibt, viel klare Orientierungen, Vorstellungen. Und vielleicht magst du uns da auch nochmal von dir berichten, wann hat sich das für dich so richtig spürbar gemacht, dass du plötzlich gemerkt hast, boah, ich habe so viel in mir, also ich habe so viele Ideen und ich habe so viele Fähigkeiten in mir. Ich bin so kreativ und ich kann so viel machen und möchte auch so viel machen in meiner vollen Größe, also mit 1,85 oder mehr und möchte mich dann nicht klein machen, weil kleiner vielleicht besser ist oder ähnliches. Wann ist dir das bewusst geworden, dass da so viel mehr in dir ist, was auch nach draußen möchte? Ehrlich gesagt, erst in den letzten 2 Jahren. Und das ist auch nochmal was so für die, für alle, die zuhören, dass das echt auch eine scheiße Erfahrung ist, zu merken, die Lebensfreude, dass die wie so eine letzte Tür ist, die sich so aufmacht und ich so denke, ach krass, das habe ich mir die letzten 31 Jahre, anderthalb meines Lebens vorenthalten. Also auch, wenn sich diese Türen öffnen, zu sagen, ja, dass es auch echt Schmerz bedeutet, zu überlegen, was konnte ich lange Zeit noch gar nicht so richtig zulassen, aber eigentlich erst seit 2 Jahren, ja. Und ich hatte vorhin in unserem Gespräch vorher ja schon gesagt, dass ich manchmal gedanklich so neben mir stehe und dann denke so, was passiert hier? Und
was so der Kern ist, ist irgendwie auch nochmal so dieses, sich das auch zuzulassen. Also ich glaube gar nicht, dass wir Angst vor unseren Schwächen haben, sondern ich glaube, wir haben Angst vor unserer eigenen Größe. Und ja, manchmal auch so dieser Satz aufkommt, wieso ich, also du schreibst ja zum Beispiel gerade dein Buch, wieso nicht? Wieso? Natürlich ist das wichtig, dass dein Buch rauskommt, also dass wir uns selber manchmal so in Frage stellen und sagen, wieso habe ich das Recht, was zu gründen, ein Buch zu schreiben, was zu entwickeln, aber wieso denn nicht, wenn es voller Freude für jemand anders ist und voller Liebe und was so mein Kern ist, das was du gerade so schön angesprochen ist, dass ich all das mache und ich so denke, was ist für eine Struktur in meinen Seminaren und Vorträgen, aber die Struktur ist, dass ich mir wünsche, andere Menschen daran zu inspirieren, den Frieden in sich selber einkehren zu lassen und ich glaube, wir haben gelernt, Krieg mit uns selber zu führen, das ist verdammt hart und das ist echt auch eine richtig heftige Erkenntnis für sich und für andere und das wirklich damit aufzuhören und das heißt nicht, Schmerz nicht zuzulassen und Phasen in Abrede zu stellen, gar nicht, sondern das heißt, den Schmerz zuzulassen und sich dafür zu entscheiden, mit sich selber in Frieden zu treten und damit auch das Geschenk rausbringen zu können. Und seitdem ich mehr Frieden in mir selber habe, denke ich, Kreativität, die kocht über, weil ich mich nicht mehr selber bekämpfen muss, nicht mehr so, wie es war. Ja. Ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen in dem Moment, wo du gesagt hast, dass viele Menschen diesen Kampf gegen sich selber führen, ohne auch oftmals schon zu wissen, dass sie es tun und gegen sich selber kämpfen. Und ich, oh, das, ja, also immer wenn ich das höre und ich sage das auch selber, doch ich finde, das tut halt einem selber auch immer so weh. Also selbst wenn ich Kommentare lese, wo dieser Kampf quasi durch die Worte ausgesprochen wird, dass da ein Kampf ist, das löst im Grunde auch irgendwo in mir dann aus, dass mir noch bewusster wird, wie wichtig es ist, also wie wichtig es ist, Dinge zu tun und einfach als die Person, die ich jetzt heute bin, mit dem, was ich geben möchte, in Liebe zu schreiben, ohne eine Erwartung zu haben. Das habe ich dir ja vorhin auch erzählt, dass du das Ganze, dass der Prozess jetzt nicht super fluffy, alles rosig ist, sondern dass das auch nochmal eine eigene Entwicklung ist, die dabei stattfindet. Und dass es aber letztendlich nicht darum geht, mit dem, was ich tue, Erwartungen zu entsprechen, sondern das, was ich zu geben habe, aus mir heraus, aus Liebe zu geben. Und ich glaube, dass es automatisch für andere dadurch spürbar wird, was da drin steckt. Und was es dann wiederum auslöst, das habe ich ja wiederum wieder nicht in der Hand. Das ist das, was ich dann sozusagen wieder loslasse und es bedingungslos gebe. Und ich glaube, dass ja, es ist jetzt klar in Verbindung mit Buchschreiben oder auch bei dir mit Tätigkeiten zum Beispiel in Verbindung spürbar. Doch grundsätzlich sind das Dinge, die ich jedem Menschen wünsche. Also, dass wir alle im Grunde bedingungslos mit uns selber und mit anderen in Liebe sind. Und dass wir uns auch lieben können, wenn wir Dinge gemacht haben oder machen, die wir nicht für gut heißen oder die vielleicht auch echt verletzend waren für andere. Doch, dass wir selbst dafür vergeben können und uns trotzdem noch in die Augen schauen können und auch dann sagen können, hey, war keine coole Aktion, doch zu dem Zeitpunkt, wo du das getan hast oder gesagt hast, wusstest du es ja noch nicht besser. Du hast dein Bestes gegeben. Es war das in dem Moment Bestmögliche, was du tun oder sagen konntest. Und sich dann auch nochmal so rückblickend zu vergeben, das fand ich auch mega stark. Das ist schön, wenn du das sagst, das Wort Vergebung. So, das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel hin zu der Reise. Ich bin anders und es ist gut, sich selber zu vergeben, anderen zu vergeben. Und mir fällt da eine Situation ein mit einer ganz guten Freundin aus Berlin, mit der ich gerade gesprochen habe, die unfassbar, genau aus Berlin, auch ein unfassbar toller Mensch ist und wir irgendwie sie in diesem Gespräch so sagte, ich gebe mir da wieder eine Chance, jetzt vor 2-3 Tagen, das mich so inspiriert hat. Und ich so dachte, naja, mit welchem Menschen in diesem Leben verbringen wir die meiste Zeit? Mit uns selber. Und
auch wirklich nicht nur anderen zu vergeben, sondern auch immer wieder zu sagen, ja, sich selber immer wieder eine Chance zu geben und sich selber wohlwollend aus den Augen eines guten Freundes, einer guten Freundin sich anzuschauen und zu sagen, naja, natürlich sich selber. Und trotzdem merke ich auch, wie herausfordernd es manchmal ist, wenn die eigene Erwartungshaltung so hoch ist, zu sagen, ich gebe mir wieder diese Chance oder ich vergebe mir das. Aber Vergebung ist ein Schlüssel, glaube ich, auf diesem Weg hin zu sich selber anzunehmen. Ja. Gab es auf deinem Weg etwas ganz Konkretes, bei dem du gemerkt hast, oder reicht jetzt nicht einmal zu sagen, ich vergebe mir, sondern da darf ich wirklich auch für mich selber tief und immer wieder innere Arbeit quasi in den Vordergrund stellen, um mir wirklich von Herzen zu vergeben? Boah, gute Frage. Oh, da muss ich kurz drüber nachdenken, mir selber zu vergeben. Also eine Situation, wo ich meinen Mitmenschen vergeben musste, immer wieder, die fällt mir sofort ein, aber mir selber, ja doch, ich glaube, es sind zwei Themen. Das eine Thema ist anzunehmen, dass ich mich lange Zeit zurückhalten musste und auch so diese innere Anspannung, die mir zu vergeben und die eher anzunehmen, als was, dass ich einfach ein Mensch bin, mich berührt ganz viel. Also mich berühren andere Menschen, deren Geschichten ganz doll. Und deshalb bin ich innerlich einfach so lebendig. Das muss ich mir immer wieder, da vergebe ich mir immer wieder. Und auch so dieses Ruhe in mein Leben einkehren zu lassen. Also dass ich so einen starken Antreiber, ich bin aktiv, ich muss was schaffen und so habe. Und dass ich immer wieder die Ruhe in mein Leben einlade und es manchmal vergesse und wie dann selber immer im Stillen immer wieder sage, ist okay, du hast einfach eine große Leidenschaft, einen großen Bewegungsdrang und trotzdem ist diese Balance zwischen Anspannung, Entspannung auch so wichtig und Ruhephasen zu haben. Ja, das, und mir fällt gerade ein, was mir ganz doll geholfen hat, sind Menschen und Sätze. Also so, daran möchte ich auch, ja, die das jetzt gerade hören, inspirieren, dich inspirieren, wie auch mit deinem Podcast, dass es so Sätze sind, die manchmal wie so kleine Türöffner sind oder Gesten, so ein boah, oder das, ja, dass du mich zum Beispiel total inspirierst, dass ich Sachen noch ehrlicher teile und dass ich so dachte, da gab es so viele Momente, wo ich dachte, boah, wie schön. Und ja, da gibt es echt so Sätze in meinem Leben, die mich noch 15 Jahre später sehr berührt und sehr dankbar machen lassen. Ja, das stimmt, das stimmt. Mir geht das zum Beispiel immer noch, und ich denke, bis so, also ich kann mir vorstellen, es wird immer so sein, dass es ist. Immer mit dem Satz, glaub nicht alles, was du denkst. Denn das war irgendwie so ein wichtiger Satz auf meinem Weg, der mich so plötzlich, also was auch so wie der Startschuss war für, ach krass, glaub nicht alles, was du denkst. Was bedeutet der Satz eigentlich? Ich glaube Dinge. Also selbst das erstmal zu erkennen. Ich denke meine Gedanken. Ich bin nicht das, was ich denke. Ich denke sie und glaube diesen Gedanken. Und wenn ich nicht mehr glaube, was ich alles denke, dafür möchte ich jetzt erstmal herausfinden, was ich alles denke. Also das war so krass, diese Erkenntnis damals für mich, die auch immer wieder, immer noch wichtig ist, wichtig geblieben ist, weil es irgendwo doch immer mal wieder passiert, dass so ein Vergleich zum Beispiel da ist und ich dann plötzlich denke, oh mein Gott, ich muss das noch machen und hier und da und dies. Und mich dann aber auch wieder davon distanzieren kann, weil ich ja weiß, nur weil ich es denke, bin ich das ja nicht. Und nur weil ich denke, so sein zu müssen, bin ich es immer noch nicht. Und wenn ich schon denke, ich muss es sein, dann bin ich es vermutlich erst recht nicht. So. Also es ist so ein wie, okay, da kommt irgendwas rein, kurz festhalten, feststellen, bin ich nicht, auch wenn es Gedanken sind, die ich denken kann, denke ich sie, ich bin es nicht und kann mich dadurch auch wieder davon distanzieren und quasi loslassen und gucken, wer bin ich jetzt gerade wirklich und was davon möchte ich vielleicht übernehmen oder in mein Leben integrieren und was davon auch nicht. Genauso wie auch in jeder Podcast-Folge zum Beispiel, finde ich es halt mega wichtig, dass die Menschen das für sich reflektieren. Dass sie jetzt nicht einfach sagen, ja, das, was die Vanessa und die Kira da so erzählen, das klingt gut, das kann ich ja mal so übernehmen. Nee, ich
wünsche mir, dass die zuhören, das für sich nutzen und gegenchecken. Mit was gehe ich mit und mit was gehe ich auch nicht mit? Um halt herauszufinden, da wo ich ja nicht mitgehe, was habe ich denn da für einen Standpunkt im Moment? Denn dann hast du ja herausgefunden, wo du gerade stehst, was du gerade denkst, indem du das nutzt wie ein Spiegel. Das ist schön, ja. Ja, und das, da hilft mir oder hat mir ganz so die gewaltfreie Kommunikation geholfen zu sehen. Da ist so ein Gegenstand und ich gucke mir das an und ich kann sagen, du hast deine Position und ich habe meine, aber wir müssen nicht gegeneinander gehen, sondern ich kann annehmen, dass jemand den Gegenstand und ich mich als Person anders sieht und hinterfragt. Ja, das ist ganz spannend bei mir. Dazu gerade noch einfiel, dass ich über meinen beruflichen Weg so zufällig in dem Schuldienst sehr gelandet bin, den ich ja immer noch ein bisschen mache und ich immer diesen Satz hatte, ich bin keine Lehrerin, keine Dozentin, keine Person, die da vorne steht. Und ich das dann so gefühlt habe und gemerkt habe, wie ich das liebe, das zu tun und dann das so reflektiert habe und gemerkt habe, wie du das gerade so schön beschrieben hast, ich habe mir das von außen angeschaut und habe geschaut, ja, ich bin, also wenn ich das mache, dann möchte ich das machen, weil ich jemandem anders diene und weil ich möchte, dass sie groß werden in ihrer persönlichen Blüte und dass sie erkennen, wer sie sind und dass ich sie stark mache und dass sie anrege, auch Sachen zu hinterfragen und es nicht persönlich zu nehmen. Und ich dann auf einmal annehmen konnte und dachte, ja, dann bin ich es doch, weil ich meine eigene Definition gefunden habe und nach Seminaren oder da einfach so belebt rausgehe und denke so, ja, ich wünsche mir oder die Inspiration zu sagen, finde deine eigene Definition von dem, was es ist und fülle es mit deinem Herzblut. Und dann denke ich immer, wenn ich, kennst du wahrscheinlich auch ein schönes Café gehe oder so, wo jemand ist, der oder die das mit Herzblut macht, es ist egal, was du tust, sondern es ist entscheidend, dass es von dir kommt. Und dann kann so viel so schön sein. Und dann freue ich mich, es gibt hier, ich komme ja aus Bremen, so ein Markt und da ist so ein kleiner Kaffeestand mit dem angeblich besten Kaffee. Es gibt bestimmt auch noch woanders guten Kaffee. Aber es ist so voller Liebe und voller Überzeugung. Das hört sich so irgendwie so theatralisch an und trotzdem ist es so schön zu merken, da gibt jemand etwas. Es ist egal, was wir geben, wenn wir es gerne geben und auch sich frei davon zu machen, dass es was ganz Großes sein muss. Nein, es ist etwas ganz Kleines und vermeintlich sehr Großes, was wir geben. Ja. Und dazu fällt mir ein, Bodo Wattke, der macht ganz schöne Texte und der hat in einem seiner Texte gesagt, wie wäre das, wenn wir alle etwas machen würden mit Leidenschaft? Ich glaube, es geht nicht immer. Nur aber was, dass ich so denke, oh, wie viel Kraft darin steckt, wenn wir in Ansätzen alle etwas geben, was wir lieben für diese Welt. Und wir haben ja große Aufträge, was unser Miteinander und unsere Welt betrifft. Ja. Krass, jetzt war ich so in so einem Appell, aber es ist so, das passiert dann so. Ich denke dann so, oh, es kommt einfach. Lass es laufen. Genau. Was machst du denn heute aus Leidenschaft? Was ist das, was dich im Moment, das darf sich ja auch im Laufe der Jahre verändern, aber was ist das, was dich im Moment begeistert und wo du sagst, das kommt aus meinem Herzen, damit möchte ich in dieser Welt etwas bewegen, etwas verändern. Mhm. Diesen Beitrag möchte ich sozusagen mit dem, was ich da mache und in welcher Form ich es mache, einen Beitrag für diese Welt rausgeben in meiner vollen Größe, wo ich mich zeige, wo ich mich sichtbar mache. Was ist das, wenn du es teilen magst? Jetzt gerade aktuell, meinst du? Mhm. Mhm. Ja, aktuell sind es wirklich so, ist der Bereich der Schule oder auch der Bereich der Vorträge und im Kern ist es so dieses einfach Begegnung erzeugen, dass ich so in den Vorträgen, Seminaren einfach Begegnung erzeuge und das Zentrale ist, dass es echt ist und dass ich so denke, dass ich daran erinnern möchte, dass es leicht ist, dass es humorvoll ist und was mich sehr bewegt, ist so dieses mit Menschen mitzugehen, also nicht etwas überzustülpen und zu sagen, ich habe da eine Idee und das ist super gut für dich, weil das voll gut gemeint ist, sondern mich darauf einzulassen. Das finde ich einfach einen schönen Moment zu merken, okay, ich lasse mich auf das Gegenüber ein und ich bleibe gleichzeitig bei mir und schau, was dann entsteht und dann gehen wir miteinander. Also bin ich gerade eine sehr glückliche Wegbegleiterin. Und was ich merke gerade oder entwickle gerade Videoformate auch zu den Seminaren, die ich habe und spüre so, dass ich so dass das so vermeintlich so gut sein muss und ich mir das erste Video jetzt so angeschaut habe und gedacht habe, was für ein Scheiß, sorry.
dass ich so denke, nee, ich will jetzt auch noch ein Video machen, wo der Prozess da ist und dieses vermeintlich, also das ist auch so ein Wunsch, dass ich auch so gelernt habe, mich in all dem zu zeigen. Also na klar bin ich kreativ und gleichzeitig bin ich auch manchmal verzweifelt und auch manchmal unsicher und auch sich selber in diesem ganzen Potpourri, soweit es geht, auch zu zeigen. Ja, das wünsche ich mir und das hoffe ich, lebe ich. Und da gibt es dann so kleine Momente in den Situationen, die mich einfach sehr bewegen. Also da denke ich, ja, das ist schön. Ja, dafür bin ich sehr dankbar und es befruchtet mich oder beseelt mich so sehr, dass ich denke, ich weiß nicht, woher die Kraft kommt, aber sie ist da und sie muss raus. Ja. Und ich, also ich befürworte sowieso alles, was echt ist. da ich mir eh wünsche, dass wir mit uns selber ehrlich sind und auf der Basis ja auch ehrliche Verbindungen erleben, spüren können, eingehen können, eine ehrliche Welt im Grunde erschaffen können, wo wir nicht mehr abhängig sind von Masken, die wir denken zu brauchen, um jemand zu sein oder jemandem zu gefallen oder was auch immer, sondern dass wir vorrangig mit uns selber ehrlich sind und dieser Mensch sind, der in uns steckt oder eher diese Seele zum Ausdruck bringt, die in uns, in dem Körper lebt, weil ich glaube, dass wir dadurch auch die Verbindungen ganz anders erleben dürfen und auch unsere Gefühlswelt ja wieder so komplett für uns selber zugänglich machen können. Und so wie du das vorhin mit der Lebensfreude beschrieben hast, also wenn nicht deine Lebensfreude, die in dir steckt, spürbar ausleben, zeigen und fühlen dürfen, wofür sind wir dann hier? Wenn wir das nicht tun oder uns nicht erlauben, die eigene Lebensfreude zu entdecken. Ich glaube, dass jeder diesen Weg dorthin zu sich einschlagen darf. Und ich wünsche es mir einfach auch für jeden so sehr, der sich da drauf einlassen kann und möchte. Ja. Fällt mir noch ein Satz ein, nämlich der Satz, du bist gut, so für die Zuhörer, dass sie gut sind, ja. Das, und noch gerade ein anderer Impuls, aber der ist jetzt weg, der kommt vielleicht, der ist jetzt gerade weg, ja, aber dass das gut ist. Ja. Wenn jetzt Menschen dabei sind und uns zuhören und gelauscht haben und uns ihre wertvolle Lebenszeit geschenkt haben und sagen, boah, also die Vanessa, die berührt mich, die hat irgendwas in mir bewegt, ich würde ihr gerne noch viel länger lauschen, dann wo können sie das tun? Können sie das tun? Wo können sie das tun? Und was gibt es dann? Okay, da gibt es unterschiedliche Sachen. Da gibt es ja den Podcast, den Light-Up-Podcast, der sich mit dem Thema Kommunikation, also eigentlich mit der Entscheidung, mit sich selber Frieden zu schließen, beschäftigt. Dann gibt es meine Workshops, Seminare, da gibt es, was ich gerade angedeutet habe, gerade das Thema Videos. Also ich beschäftige mich gerade oder entwickle gerade Videos zum Thema Resilienz. Also wie kann ich innerlich widerstandsfähig sein, innerlich meine Blüte groß machen, die gehen jetzt gerade an den Start. Genau, und ansonsten ist es ja eher für Unternehmen, das ist so der Schwerpunkt. Und mein kleines Steckenpferd auch noch das Thema der Schule, aber erstmal über den Podcast, über die Website und über die Videoformate und ansonsten, ja, auch natürlich auf dem Weg der Mail, da freue ich mich einfach zu hören, was das auch ausgelöst hat, bin ich ganz neugierig. Und was du so schön gesagt hast, ist es nicht in meiner Hand oder in unserer Hand, was jetzt die Person, was du jetzt gerade hörst und gleichzeitig ist es das, was gut ist und was jetzt richtig ist und darin habe ich großes Vertrauen und freue mich, ja. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall von Herzen für deine, ja, ich würde es auf jeden Fall Echtheit nennen. Je nachdem, wie du es für dich im Moment siehst oder auch erkennst oder annimmst. Ich empfinde dich als sehr, sehr echt. Ich habe das Gefühl, alles, was du sagst, auch direkt zu spüren, ob es über Schmerz oder über Lebensfreude ist, unabhängig davon. Also ich habe es sehr genossen, mich mit dir auszutauschen und bin mir auch sehr, sehr sicher, dass da hier und da Sätze, wenn nicht sogar einfach nur einzelne Worte in diesem Gespräch sind, die bei anderen Menschen etwas berühren können, bewegen können, zum Nachdenken anregen und dann
wie gesagt, jeder für sich sowieso schaut, was dann damit im eigenen Leben passiert oder möglich wird oder möglich ist oder ausgelöst wird. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch, dass sich die Menschen bei dir melden dürfen. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Kira. Also ich bin auch total inspiriert und immer nach unseren Gesprächen total beseelt. Das ist echt gerade, ja, danke dir, das ist schön. Danke. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine wertvolle Lebenszeit und würde mich riesig darüber freuen, von dir zu lesen, was du für dich und deinen eigenen Weg mitgenommen hast. Falls du den Podcast bei iTunes hörst, hinterlass mir dort mega gerne eine Rezension oder teile deine wichtigsten Erkenntnisse mit der ganzen Community in unserer Facebook-Gruppe. Die Links zu Vanessas Podcast und auch zu ihrer Website findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Ich sende dir für diesen Moment im Hier und Jetzt eine ganz herzliche Umarmung und ein Hoch auf uns. Bis nächste Woche, deine Kira.